Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Schaut euch das mal an, wie malerisch das aussieht. Es sind unsere Ködereien in der Arktis. Auf einem ganz entlegenen Fleckchen einer unserer Inseln. Wir haben eine Köderei neben die andere gepflanzt, weil wir es satt hatten, die Kohle immer mit Schiffen von der alten Welt in die arktische zu transportieren. Liebliche, steile Gipfel im Hintergrund, Eis und Schnee bedeckt. Vorne, habt ihr das gesehen, in der Bildmitte, Schlitten. Könnt ihr nicht sehen, ist zu klein. Sollen wir mal gucken gehen? Wir gehen mal zusammen ganz dicht ran und schauen uns das aus der Nähe an. Ich habe da nämlich Schlitten entdeckt. Lass uns mal schauen, ob wir die finden. Da! Da ist der erste Schlitten. Schlitten, Pferd, Arbeiter. Kann es sein, dass hier nur Männer sind? Gibt es in der Arktis eigentlich auch Frauenzimmer? Oder ist die Arbeit zu hart für die Frauen? Es heißt doch immer, man würde, wenn es kalt wird, die Männergrippe bekommen. Dann sollten doch eigentlich ja gar keine Männer mehr arbeiten, weil die alle schon verschieden unter der Männergrippe erkrankt sind. Kommt, lass uns mal auf Frauensuche gehen. Ich weiß, das ist ein Satz, der mir nicht so oft über die Lippen kommt. Kommt, lass uns mal auf Frauensuche gehen. Er könnte auch missverstanden werden. Das gebe ich gerne zu. Aber wir machen es jetzt trotzdem mal. Lass uns mal auf Frauensuche gehen. Damit möchte ich natürlich die Zuschauerinnen und auch die Zuschauer gleichermaßen ansprechen. Wir haben ja von beiden viele da. Lass uns mal auf Frauenzimmersuche gehen. Liebe Zuschauerinnen, also die Zuschauer muss ich, glaube ich, nicht fragen, warum hier so wenig Zuschauer sind, Zuschauerinnen, warum hier so wenig Frauenzimmer sind in der Welt. Vielleicht möchten uns männlichen Arbeitern hier in der Arktis die Frauenzimmer im Chat mal unter die Arme greifen oder kluge Ideen in unsere Hirne reinpusten. Warum sind hier so wenig Frauenzimmer? Könnt ihr uns Erklärung geben? Seid ihr zu verzärtelt, um hier zu arbeiten? Es geht ja das Gerücht um, ihr würdet Krankheiten besser wegstecken als ihr Männer, zumindest die Männergrippe. Warum sehe ich ja keine Frauenzimmer? Was schreibt Tante Mimi? Hat die Fragen nicht beantwortet. Kiba, Tante Mimi, sagt mir doch mal bitte Bescheid. Oh, habt ihr gehört? Waffenruhen wurden beendet. Sind das unsere? Müssen wir eventuell ganz schnell hier wieder Verträge? Nee, alles gut. Ich traf schon der Schlag. Ich dachte schon, wir sind ja wieder fast im Kriegszustand. Leider kann ich nicht akzeptieren. Ich wollte sie noch um etwas bitten. Kiba schreibt die Frage. Hat Angst, dass du dich verfehlst. Ja, genau. Applaus! Also im Wettrennen Chatmods versus WB um die höchste Kalor-Dichte geht Gallico knapp in Führung. Respekt, stramme Leistung. Kiba schreibt, die Frauen sind drinnen im Warmen, wahrscheinlich in der Kantine. Das könnte sein. Wir schauen, ein Hallo spricht über uns. Wir schauen mal, ob die Prinzessin eine Quest für uns hat. Nein. Hat ein Hallo mittlerweile. Wir geben ihr Geld. Komplimente. Wir fragen sie nach einer Aufgabe. Jean Fortune, ihr habt einen herrlichen Schnauzbart. Das mag er. Ich habe dir noch Geld für einen Schnauzbart-Toupet, dann könnt ihr es sogar zwei leisten. Toll, das kommt bei den Leuten an. Dann Karl Leonard ist auf 100. Und nicht auf 80. Um den müssen wir uns nicht kümmern. Alles gut. So, jetzt habe ich mich völlig verzettelt. Hier wollten wir uns, also die Frage mit den, warum die, das, ja, Chaoswuschel zitiert einen großen Film und schreibt, kann es sein, dass Weibsvolk anwesend ist? Da ist sie weg. Die Filzquest. Die Filzquest, war die wirklich zeitlich? Ja. Echt? Das wusste ich gar nicht. Ist enttäuscht. War die wirklich zeitgebunden? Ja. Dann haben wir jetzt ja wahrscheinlich ein ganz wichtiges, cooles, super-duper-Item verpasst. Ja, und vor allem den ganzen Weg umsonst. Wie furchtbar. Ja, ja, da haben wir halt einen Schoner mit ein bisschen. Wisst ihr was? Wir verteilen den Filz im Chat. Dann wäre die Frage, aus was ist der Filz? Aus Filz. Achso, ja, gibt ja Filz aus Katzenhaaren zum Beispiel. Git! Da müsste ich niesen. Nein, danke. Wir werfen einen Blick in die Zeitung. Da haben wir den Leuten von der Redaktion letztes Mal einen langen Vortrag gehalten über die Verantwortung von Journalisten, dass Freiheit verdient werden muss. Und das ist die Folge hier. Ja, haben sie sich ja jetzt auch verdient. Fake News über
Zigarren, die nicht mehr da wären, Explosionen, die angeblich stattgefunden hätten. Und keine Zensur. Also sowas. Das Blöde ist, wir haben keine nicht genug Einflusspunkte hier. Wir machen das hier weg, aber damit müssen wir leider leben hier. Das ist bitter. Also das ist jetzt der dringende Appell, dass wir wirklich uns mal kümmern müssen um mehr Investoren. Vorher werfen wir in NARC, um mal zu spielerrelevanten Inhalt zurückzukehren. Einen Blick darauf, ob eventuell zu viel Kohle mittlerweile ist. Nein. Dann gehen wir wieder raus. Schauen, ob die Kohle, wie die Kohleproduktion hier läuft. Die hatten wir ja ganz viel eingestellt. Ob hier mittlerweile eventuell zu viel Kohle ist. Ja, die müssen wir also noch verstärkt abtransportieren. Hier ist ein Schiffchen unterwegs Richtung Bulkyat. Das heißt, 12 mitnehmen reicht nicht aus. Wir nehmen 50 mit, weil die transportieren ja laufend nach. Wir können alles mitnehmen, was dort ist. Den Polarwächter liefern wir erstmal 20 ab, dann wird das Lager voll. Und den Rest in Bullenkälte. Das sollte klappen. So, dann geht es jetzt um das Thema Investitionen. Wir gehen mal schauen. Sag mal, jetzt haben wir einmal mit dem Filz angefangen. Jetzt werden die Filz-Karlauer werden ja immer abstruser. Shumway verfilzt und zugenäht, flucht auf eine Weise, die mir bislang völlig unbekannt war. Wir versuchen mal Schritt Nummer 1. Wir wollen ja seit Ewigkeiten schon für Investoren sorgen in Kap Trelawney. Wir gucken mal, weil da ist ja ein Riesenpotenzial, was uns dort noch fehlt. Bei dem Ziel, das zu machen. Weil dann kämen wir wirklich einen Riesenschritt weiter. Das ist ja ohnehin eine Quest hier. Das ist die Stufe Ingenieur, die vierte. Zum Aufleveln fehlte es an Pelzmänteln. Und zum Aufleveln fehlt es noch. Sollten wir vielleicht auch noch ein Bankhaus bauen und dafür brauchen wir noch weitere Ingenieure. Schritt Nummer 1 wären aber die Pelzmäntel. Jetzt bin ich echt irritiert. Ich dachte, wir hätten... Ich frage mich, woher das Pelzmängelproblem hier kommt. Das ist mir nicht ganz klar. Wisst ihr, was wir machen können? Wenn wir hier wirklich massiv... investieren. Wir können schon mal beginnen, Gas hier hinzubringen. Für ein Gaskraftwerk. Weil dort oben in der Arktis bauen wir im Augenblick eh keine Luftschiffe. Weil es uns an Einfluss fehlt. Und mit dem Gas hier unten kann man Gaskraftwerke betreiben. Und dann kann man noch mehr für Investoren sorgen, können die Produktionen anschmeißen und so weiter und so fort. Okay? Ich zeige euch das mal hier erstmal bei den Verbrauchsgütern und bei der Strom ist hier. Da ist der Strom. Genau, Gasförderstätten, nur in der Arktis verfügbar, Gas hier hin und dann ein gasbetriebenes Kraftwerk. Für den Bau haben wir alles, Einfluss kostet es auch nicht, Arbeiter dafür haben wir ebenfalls. Das heißt, wir könnten eins bauen und könnten damit die Produktivität insgesamt auf der Insel immens, immens boosten. Wir fliegen mal hoch, hier hin. Schau mal, was wir mittlerweile an Gas hier auf Vorrat haben. ...350 Gasflaschen. Mehr als das Lager fassen kann. Das heißt, wir nehmen jetzt eines unserer Luftschiffe. Den wilden Schwan. Den wilden Schwan, der jetzt ist ein hübscher Name, aber wenn der schon Gas rüberbringt. Wisst ihr was, wir wählen mal einen Namen, der uns auf ewiglich oder zumindest für die nächste Zeit daran erinnern soll, dass die sogenannte freie Presse hier ihren Auftrag verantwortungsvoll zu berichten
nicht genutzt hat und stattdessen etwas ganz anderes produziert und uns damit provoziert, heiße Luft wird hier produziert von der örtlichen Presse, daran gemahnt uns der Name hier. Und die heiße Luft ist ja auch sicher hier oben drin, zusammen mit ein bisschen Edelgas. Jetzt noch eine Handelsroute und sorgen dafür, dass es hier abgeht. Wir laden ein, Gas. Wir machen noch keine Handelsroute. Wir machen erstmal nur eine einmalige Aktion. Machen den Bauch einmal voll mit Gas. Komplett voll. Und schicken das runter. La Capitoloni. Und dann gucken wir weiter. Dann ist hier noch eine Meldung. Weg. Also wenn du jetzt so das Gas mit den Zeppelinen transportierst, muss ich irgendwie an die Hindenburg denken. Es ist auch, ja, das schon, und es ist auch irgendwie komisch, ne? So die Vorstellung, dass man ein Gasluftschiff, das mit Gas betrieben wird, benutzt und einsetzt, um Gas zu transportieren als Transportgut. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam, ne? Hoffentlich raucht keiner unterwegs. Um Gottes Willen. Toi, toi, toi. Das will ich gar nicht hoffen. Also der Erste, der an Bord rauchen würde, den würde ich öffentlich verbrennen lassen an Bord des Schiffes. Um mal eine ganz drakonische Maßnahme hier zu verkünden. Es geht rüber und es geht runter und wir schauen uns hier nochmal um, was uns hier fehlt. Das Thema waren... Weiter ihr mit euren Filzwitzchen. Da haben wir ja ein Fass aufgemacht. Ein Filzfass oder was auch immer. Wir schauen mal, woher kommt hier in Crown Falls das, nicht das Filzmantel, sondern das Pelzmantelproblem. Jetzt sind wieder welche da. Wie kommen die Pelzmäntel hier hin? Produzieren wir die? Ich glaube nicht. Die wurden ja hingebracht, nach meiner Erinnerung. Genau, die kamen aus der alten Welt, aus Bullstadt, es waren 100 Stück. Wir haben eine zentrale Produktion dafür in Bullstadt. Und das Fellfenster, das ist doch kein Name für so ein, kann man das umbenennen? Leider nicht. Ich glaube, ich habe einen hübschen Namen für, fällt mir gerade ein. Wir schauen, ob wir die Fellfenster oder das Fellfenster finden. Mal schauen, wo das Fellfenster ist. Also echt, ja, immer mehr. Ich weigere mich entschuldigt, irgendwann ist genug. Ich weigere mich eure Filzwitzchen weiter vorzulesen. Ihr hört echt nicht auf. Das ist ja unglaublich. Pelzmittel, genau. Und das Fellfenster. Ist nicht hier, dann ist es auf der Hohen See. Hier haben wir haben nur 35 hier. Das ist aber wenig. Wir sagen, wir kaufen sogar welche ein. Also das gibt mir jetzt echt zu denken. Das ist nicht gut. Viel zu wenige sind hier. Kann man die eigentlich auch irgendwo kaufen? Hier nicht. Hier. Auch nicht. Dass man hier kaufen kann, kann ich mir kaum vorstellen. Nee. Also dann müssen wir wirklich gucken, wo wir Felle produzieren. Und das ist auf den Inseln. Oh Gott. Ein Aufstand! In Wassermarsch. Hier ist kein Polizeirevier in der Nähe. Wieso? Schäfer? Schäfer sind doch die Idylle pur. Wie kann man denn überhaupt in der Schäferei streiken? Das ist mir ein Rätsel.
Schäfer, die streiken. Was ist was? Was kommt als nächstes? Es ist Schreiben im Jahr 1850. Was kann man sich jetzt als kaum vorstellen? Schäfer, die streiken. Frauen, die wählen. Stählerne Schiffe, die zum Mond fliegen. Irgendwas total Futuristisches. Es ist wirklich völlig grotesk. Wir wollen mal ein Polizeirevier bauen. Da sind sie. Haben wir echt keines eines hier? Da stellen wir eins hin und hoffen das Beste. Und dann schauen wir mal, wir haben hier genug Steine hier. Klein bisschen helfen. Das ist eine Weberei, die ohnehin pausiert. So, also darum kümmern wir uns ja. Nochmal zum Thema Felle. Nur hier. In Wassermarsch. Da, wo wir sind, da werden Felle produziert und sonst nirgends. Hier haben wir auch eine Fellfruchtbarkeit. Haben wir denn sonst keine Fellfruchtbarkeiten? Keine eine. Hier. Ah, die Insel hatten wir bislang nicht genutzt. Dann lass uns die doch nutzen. Nur für Felle. Wir bauen hier ganz viele Felle. Und die bringen wir dann rüber. Sollen wir das machen? Oder haben wir in Wassermarsch? In der Arktis soll es auch ganz gut gehen. Bitte nochmal? In der Arktis soll es eigentlich auch ganz gut gehen. Da soll Felle zu produzieren? Die Fruchtbarkeit ziemlich häufig sein, ja. Aha. Ja, wohl, dann ist der Weg ja ein sehr weiter. Also hier dieses Bristol, diese Mini-Insel, die wir uns irgendwann erobert hatten, die ist ja direkt um die Ecke von Bullenkelter. Also es sind ja keine Transportwege hier. Das ist ein Klacks. Das kann man, da kann man die Felle schon rüber werfen. Von einer Inselküste zur anderen. Ich glaube, das machen wir. Hier schicken wir mal was hin. Wir bauen eine Mini-Versorgung auf. Und zwar machen wir das wie folgt. Blaupausenmodus. Felle. Ich hätte noch die Idee mit einem Kai das zu machen und dort einfach nur Arbeitskräfte hinzuschicken. Dann brauchst du keine Wohngebäude bauen. Kann man machen. Finde ich irgendwie unsportlich. Also im Notfall ja, aber ich finde das die cool. Die ist recht klein, ne? Ja, aber so ein paar Häuser, die Jagdhütte, die brauchen 10 Leute pro Jagdhütte. Da werden vielleicht 50 Menschen untergebracht sein. Wir machen mal das Allernotwendigste vor Ort. Wir setzen eine. Also kann man machen, aber wir schauen mal, wie das mit dem Kai wäre. Anlegestelle, nee. Reparaturkran, Besucherkai, kleiner Ölhafenhändlerkai. 15 Einfluss. Nee, da bin ich zu geizig für. Stimmt, die haben wir auch nicht gemacht. Ein Marktplatz in die Mitte. Ich wette, wir haben hier auch genug Fisch, den wir rüberbringen können. Hier werden hier nur ein paar Menschen leben. Was gibt es denn hier an Rohstoffen? Steinkohle, Eisen und Kupfer.
So. Wir hatten auch einen Grundstock noch an Arbeitskraft. Wer weiß, ob wir das überhaupt gebraucht haben. An Basis, die wir mittlerweile haben. Wir setzen mal ein paar Jagdhütten hin. Kann sein, dass sie die Häuser sogar gar nicht brauchen. Die Häuser gar nicht wegen der Basisarbeitskräfte. Darauf könnten wir auch komplett drauf verzichten, eventuell. Also Fellprobleme sollten wir bald nicht mehr haben. So, jetzt ziehen wir mal alles rüber. Gucken mal. Lagerhäuser. Ich gucke mit Absicht gerade mal nicht in den Chat, weil ich weiß, ich gucke mal nicht hin, aber Chat ist dafür von mir aus gesehen, weil ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass jetzt Dinge kommen, die ich einfach nicht alle gleichzeitig posten kann. Sachen wie, WB, bau ein Lagerhaus, WB, du musst den Einwohnern noch Sachen bringen, die sie brauchen, die haben nichts zu beißen, WB, bau da Steinstraßen, um den Radius zu erhöhen, WB, bau noch dies oder jenes. Lieber WB, hast du dir den Marktplatz heute schon etwas näher angeschaut? Den Marktplatz? Welchen den Marktplatz? Genau. Den, was du gerade hinter dem Kantor gebaut hast. Da den ich gerade auf der Küste gebaut habe? Genau. Warum soll ich mir den angucken? Die Silvia hat was Nettes entdeckt. Ein Detail? Schau mal genauer hin. Ja, ein Detail, was dich auch... Ein Weihnachtsbaum! Nein! Süß! Schaut euch das mal an. 28.12. Der kommt bald. Der wird bald auf die Straße geworfen. Vorher steht er aber noch. Ach, wie reizend. Schaut euch den mal an. Ganz entzückend. Zauberhaft. Oh, ein Sankt Nikolaus. Ein türkischer Mann. Ein Türke hier bei uns. Ein türkischer Bischof. Die orientalische Religion des Christentums hat sich auch in unseren Welten hier verbreitet. Überall auf der Welt, nicht nur bei uns. Diese Orientalen haben sich überall ausgebreitet mit ihrem Christentum. Zuerst nur im Vorderen Orient, dann in die Türkei, dann nach Italien, mittlerweile auch in Deutschland, mittlerweile auch bei Anno sogar unterwegs, diese orientalische Religion hier. Unfassbar. Da frage ich mich, was ist aus dem guten alten heidnischen Glauben, der bei uns aktiv war, geblieben? Überall nur türkische Bischöfe. Nikolaus. Türkischer Bischof. Ich bin vom Mörd zum Opfer gefallen. Na echt. Ja genau, im Chat wird gefragt, wo ist der Coca-Cola-Mann? So, wir kümmern uns jetzt weiter hier drum und bauen noch ein paar Dinge. Und zwar, hier oben warten alle noch, wird aufgeforstet, das ist glasklar. Die Leute müssen noch mit Sachen. Ja, wie weit reicht
Die Feuerwache? Gar nicht. Wollen wir mal ein paar Straßen bauen. Dann geht's ein bisschen fixer. Lagerhäuser müssen wir auch noch bauen. Ein Lagerhaus hier oben, denke ich mal. Oh, da haben wir sehr knapp gebaut. Ich doch sehr optimistisch hier alles gebaut, befürchte ich. Das könnte klappen. Hier noch ein Lagerhaus. In die Mitte gesetzt. Ist das die Mitte? Hier haben wir auch noch den Kontor, der kann die am Rande auch noch versorgen. Oh, es fehlt was. Holz fehlt. Wir müssen Holz hinbringen. Wir brauchen ein Schiff. Rettet Brüssel. Was ist denn das für ein Name? Da müssen wir uns auch noch... Überlegt euch doch lieber, Chat, überlegt euch doch gerne schon mal einen Namen für die Insel hier. Einzige Vorgabe von mir, der Begriff Filz darf nicht im Namen auftauchen. Kein Scherz. Ich lese auch keine Filz-Sachen vor. Ein Name hier für die Insel bitte, wenn ich bitten durfte. Nein, ich habe den Weihnachts-DLC nicht installiert, wie das Nedir. Ja, bitte, Punisher? Genau, hat sich schon erledigt. Ich wollte es gerade nur noch mal sagen, weil die Frage nach dem Weihnachts-DLC schon öfters aufgekommen ist. Nee, jetzt ist ja schon vorbei. Der Flautenschieber ist hier. Wir laden mal ein paar Basics hier ein. Auf Vorrat. Irgendwie ein schönes Gefühl, ne? So spät im Spiel noch eine kleine Insel besiedeln. Es hat was richtig Gemütliches. Wir haben schon so komplizierte Aufgaben mittlerweile gemacht. Wir haben botanische Gärten gebaut, Items gesammelt, sind unter die Meeresoberfläche getaucht, sind mit Luftschiffen durch die Welt gesegelt, haben die Arktis entdeckt, traurige Geschichten dort erlebt. Und jetzt kennen wir Chopper im Hintergrund. Das ist ja zu witzig. Da ist ein Schiff durch ein anderes gefahren, ein anderes ist abgesoffen, was auch immer. Kriege im Hintergrund, furchtbar, furchtbar. Ich stopp mal die Aufzeichnung auf YouTube, bevor ihr noch mehr Grausamkeiten erleben möchtet. Und danach genießen wir hier nur ein bisschen weiter die Anfänge von Anno.